Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich hatte ja hier von Heinz Torwart bekommen, das hatte ich euch ja, wo, wann waren das? Was hatte ich denn da noch bekommen? Ich glaube, das war, wo ich die von Vapemod bekommen habe, da sind die dann, nee, Quatsch, wo ich die Kanga-Box bekommen hatte, war von Heinz Thor auch im Briefkasten. Und dann passt auch super zum Thema und das möchte ich euch einfach mal zeigen. Ich hatte das schon mal geöffnet, weil der Heinz neugierig war, was ich dazu sage. Ich habe alle wieder reingepackt, um euch das mal zeigen zu können, was mir der Heinz geschickt hat. So, erstmal hat er mir Bonbons geschickt. Extra Menthol. Das passt ja, weil wir sind ja da so... Extra Menthol, oh nicht schlecht. Das passt, weil Heinz und ich in unsere Liquids teilweise, also nicht immer, aber ab und zu schon ein bisschen Menthol drin machen, um den Grundgeschmack zu verstärken und da sind wir uns einig. Dann hat er mir geschickt hier eine Karte, Grüße aus dem Ruhrgebiet. Heinz kommt aus Bottrop. Und die finde ich richtig, richtig, richtig nice. Nur die Harten kommen in den Garten. Müsst ihr euch mal angucken. Ich weiß nicht, ob ich das vernünftig auffangen kann, dass das so ein 3D-Bild ist. Seht ihr das? Kann man das überhaupt vernünftig erkennen? Ich kann mal gucken, seht ihr das? So, na, ich hoffe, das ist halt so ein 3D-Bild. Ja? Also kein Wackelbild oder so, das ist ein 3D-Bild. Na doch, hinten seht ihr, dass da was passiert. Das ist aber ein 3D-Bild und der Kopf bewegt sich, seht ihr ja auch. Und das sieht richtig cool aus, sieht aus, als wenn die Karte so dick ist. Die werde ich mir in Flur machen. Finde ich geil, nur die Harten kommen in den Garten. Passt. So, und dann will ich euch noch was zeigen. Und zwar Coils. Die haben wir bestellt, wo wir den Flashy bestellt haben, habe ich mir halt gleich nochmal Coils mitbestellt, weil meine Coils, ich habe zwar noch welche da für Kanga, aber auch nicht mehr so viele. Und ich gucke jetzt gerade mal, wo ich das hier vernünftig aufmachen kann, dass ich euch mal eben rausholen kann. Sind leider noch die alte Version, aber die kann ich auch ohne Probleme bis 20 Watt dampfen. Alle darüber hinaus, naja, sind natürlich kein Vergleich zu den neuen. Und ihr seht gleich, hier ist das Gummi weiß. Nicht blau wie bei den Nickel Chrom und rot wie bei Original Kanga. Steht auch, glaube ich, nicht irgendwo. Doch, hier steht Kanga Tech drauf. 1,0 Ohm. So, da seht ihr, da steht Kanga Tech 1,0 Ohm. Ja, und die Wicklung ist hier auch wieder in der Mitte, von links nach rechts. Die sind halt keine Original Kanga. Ich habe mir die mal mitbestellt, um zu gucken, wie die sind. Werde ich mal so machen. Ist ein bisschen freundlicher. Ich habe mir die bestellt für 7 Dollar oder so. 7 Dollar noch was. Das sind umgerechnet 6 Euro, 7 Euro, 6,50 Euro oder 6, 7 Euro. Ich weiß es nicht. Und 5 Stück ist schon ein gewaltiger Unterschied zu 17 Euro. Also 10 Euro locker mal gespart. Ich habe es bestellt bei Focal ASIC. Und ich sag mal, für den Preis kann man da nichts falsch machen. Ich will jetzt einfach mal testen, wenn mir der nächste Coil bei mir abschmiert, werde ich den reinmachen und also einen davon reinmachen und dann einfach mal gucken, wie sie sind und wie sie sich dampfen bei 1,0, weil ich bin einfach neugierig. Und man muss ja nicht immer die, weil viele sagen immer, oh, die neuen Coils sind so teuer und so. Ja, und das teste ich jetzt einfach mal, ob die preiswerten da mithalten können oder ob die vielleicht scheiße schmecken. Das werden wir ja dann sehen.
Ich werde euch ja auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das sollte auch nur so ein kleines Unboxing sein, um zu zeigen, was mir Heinz geschickt hat. Erstmal danke an Heinz. Ja, wir haben uns halt diese zusammen, also Heinz hat sich, glaube ich, keine Coils bestellt. Ich habe mir die Coils bestellt und den Flashy Rebo. Ja, und Heinz hatte sich die Box, müsst ihr mal den letzten Hangout gucken, den ich mit Heinz gemacht hatte. Der hält da so eine Box dann in der Hand mit so einer 7 drauf. Die hat er sich bestellt. Und was hat er sich noch bestellt? Irgendwas hat er noch bestellt. Ich komme aber nicht drauf. Irgendwas hat Heinz noch bestellt. Aber egal. So, erstmal danke an Heinz. Das soll es soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.